Woran arbeitest du bei PERI? Ich leite bei PERI den Bereich HSEQ und Sustainability. Das bedeutet, ich bin mit meinem Team verantwortlich, die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden von der Entwicklung über die Produktion bis zur Auslieferung sicherzustellen. Darüber hinaus sind wir verantwortlich, unsere Arbeitsplätze weltweit ökologisch, vorbildlich und sicher zu gestalten. Bei dem Thema Nachhaltigkeit haben wir die Möglichkeit, die Zukunft von PERI mitzugestalten. Das bedeutet, wir definieren Ziele, initiieren Projekte weltweit, um unsere soziale und ökologische Verantwortung als Familienunternehmen weiter auszubauen. Kannst du dich noch an deinen ersten Tag bei PERI erinnern? Wie war er? Sehr gut sogar, der ist noch gar nicht so lange her. Ich habe am 1. Oktober 2020 angefangen. Ich weiß noch, es war ein Donnerstag und ich weiß auch noch, ich war sehr nervös an diesem ersten Tag. Ich habe meine Kollegen erstmals kennengelernt, gesehen, wo mein künftiger Arbeitsplatz sein wird. Ich habe an dem ersten Tag, ich habe ganz viele tolle Gespräche geführt mit Mitarbeitern, mit Kollegen, die mir den Einstieg bei PERI sehr leicht gemacht haben. Besonders gut in Erinnerung geblieben ist mir ein paar Tage später ein Besuch vom Herrn Alexander Spörer, einer der Eigentümer des Unternehmens PERI, der mich persönlich begrüßt hat und mich bei PERI willkommen geheißen hat. Und es zeigt eigentlich sehr schön die hohe Wertschätzung, auch die PERI seinen Mitarbeitern entgegenbringt. Warum arbeitest du gerne bei PERI? Zunächst wegen den Menschen, wegen den Kollegen, mit denen ich jeden Tag zusammenarbeiten darf. Wegen der Möglichkeit, international zu arbeiten, mit vielen unterschiedlichen Nationalitäten in Kontakt zu stehen und gemeinsam an einem Thema zu arbeiten. Und nicht zuletzt auch wegen dem Vertrauen, das das Unternehmen mir persönlich bzw. den Mitarbeitern entgegenbringt, die Freiheit, die man bekommt, Themen wirklich eigenständig und aktiv voranzutreiben. Wer und was inspiriert dich? Ich würde beginnen mit, was mich inspiriert. Was mich inspiriert, ist tatsächlich neue Themen anzugehen, bekannte Wege zu verlassen, Dinge auszuprobieren. Und das ist auch, wer mich inspiriert. Das ist nicht eine Person, sondern das sind Menschen, das sind Kollegen, die wirklich auch bereit sind, bestehende Wege zu verlassen, Dinge neu zu denken und gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten. Was macht dein Team so besonders? Auch dies, die Menschen, mit denen ich tagtäglich zusammenarbeite, jeder Einzelne, der bereit ist, noch einen Schritt weiter zu gehen, Dinge aktiv voranzutreiben, an einem gemeinsamen Ziel zu arbeiten. Dabei kommt auch der Spaß bei uns gar nicht zu kurz, sondern wir verstehen uns da wirklich als ein Team, das wirklich gemeinsam mit ganz vielen Kollegen weltweit an den Themen gemeinsam arbeitet.